Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben heute im Corona-Kabinett drei wichtige Entscheidungen auf Vorschlag des Bundesministeriums für Gesundheit getroffen. Zum einen, es gibt auch in diesem Jahr, auch nach den letzten schwierigen Wochen auf den Intensivstationen in Deutschland, eine Corona-Prämie für die dort Beschäftigten. Zum zweiten werden wir als Bund erneut Impfstoffe für die nächste Grippesaison zusätzlich bestellen und wir stocken das Unterstützungsprogramm für den öffentlichen Gesundheitsdienst auf. Zu den Corona-Prämien. Auch die zweite Welle der Pandemie hat viele Krankenhäuser und damit ihre Beschäftigten, die Pflegekräfte, die Ärztinnen und Ärzte, die Reinigungskräfte auf den Intensivstationen in allen Bereichen sehr stark belastet. Teilweise deutlich stärker, als dies im Frühjahr der Fall gewesen ist. Besonders die Pflegekräfte stehen dabei unter Druck. Sie setzen sich Tag und Nacht für ihre Covid-19-Patienten ein. Das sind harte Schichten, psychisch belastend. Wenn Intensivpatienten schwerst erkranken und auch sterben, und körperlich hart, weil sie im Dienst nur unter strengen Schutzvorkehrungen, auch mit körperlichen Belastungen, etwa was die Schutzausrüstung angeht, arbeiten können. Als Gesellschaft sind wir dankbar für diesen Einsatz. Auch ich als Bundesminister für Gesundheit bin sehr, sehr dankbar dafür, dass unsere Kliniken, unser Gesundheitssystem insgesamt in den letzten Wochen und Monaten gezeigt hat, wie robust es ist, den Stresstest bestanden hat. Das waren schwere Wochen mit sehr, sehr harten Belastungen für viele in vielen Regionen Deutschlands. Aber das Gesundheitssystem war zu keiner Zeit überlastet, wie wir es in Großbritannien, Italien oder den Vereinigten Staaten gesehen haben. Und das haben wir eben vor allem auch den dort Beschäftigten zu verdanken. Deshalb stellen wir erneut aus Bundesmitteln Mittel zur Verfügung für eine Prämie, diesmal 450 Millionen Euro. Das ist mehr als doppelt so viel als im Frühjahr. Diese Mittel werden an die Krankenhäuser verteilt, die Covid-19-Patienten in einer Mindestzahl behandelt haben, und können die Prämie dann eben, diese Summe, verteilen auf die besonders belasteten Beschäftigten. Pro Person sind weiterhin bis zu 1500 Euro steuerfrei möglich, wenn sie ausgezahlt werden bis zur Jahresmitte. Über 1000 Krankenhäuser können davon profitieren, und es ist uns wichtig, dass wie im Frühjahr die Beschäftigtenvertretungen mit den Krankenhäusern, mit den Arbeitgebern dann die Prämien vor Ort verteilen. Zum Grippeimpfstoff. In dieser Pandemie gibt es auch gute Nachrichten. Die Grippe hatte in dieser Saison bis jetzt so gut wie keine Chance, weil es die AHA-Regeln dem Grippevirus schwer machen. Der Maske ist es egal, ob sie ein Corona- oder ein Grippevirus abhält und filtert, weil Abstand- und Hygienemaßnahmen auch beim Grippevirus einen Unterschied machen und weil wir in diesem Herbst-Winter so viele Deutsche gegen Grippe haben impfen können wie noch nie zuvor in der deutschen Geschichte. Es standen über 26, fast 27 Millionen Impfdosen zur Verfügung. Sehr, sehr viele sind auch schon verimpft worden. Übrigens, wir wissen, dass noch über 1 Million Dosen in den Apotheken und Arztpraxen verfügbar sind. Wir sind noch mitten im Winter, wie wir dieser Tage ja sehr klar sehen. Und das heißt, es macht auch jetzt noch Sinn, sich gegen Grippe impfen zu lassen. Also Impfstoffe, Impfdosen sind auch für diese Saison noch da. Wer möchte, sollte sich noch impfen lassen, um sich und andere zu schützen. Aktuell werden im Robert-Koch-Institut lediglich 20 bis 30 Grippefälle pro Woche gemeldet. Das ist nichts im Vergleich zu anderen Jahren. Da gehen die Meldungen in die Tausende im gleichen Zeitraum. Diese Zahlen bestätigen unseren Kurs. Auch für die nächste Grippesaison wird, weil wir eben nicht wissen, wie sich diese Pandemie insgesamt weiterentwickelt und wir für alle Fälle gerüstet sein wollen, auch für die nächste Grippesaison wird der Bund zusätzlich Impfstoff für Deutschland reservieren. Das heißt also, zusätzlich zu dem, was die Arztpraxen und Apotheken bestellen, in dem regulären Verfahren, das wir jedes Jahr in Deutschland haben, wird der Bund 5 bis 8 Millionen zusätzliche Impfstoffdosen gegen Grippe ordern. Und das müssen wir auch jetzt schon tun und entscheiden, weil jetzt in diesen Wochen tatsächlich die Hersteller auch ihre Produktion planen. Das muss jetzt spätestens bis zum Frühjahr entschieden werden, wie viel Grippeimpfstoff bestellt werden soll. Und deswegen haben wir das heute entschieden. Zum ÖGD, zum öffentlichen Gesundheitsdienst. Der öffentliche Gesundheitsdienst bleibt Dreh- und Angelpunkt dieser Pandemie. Auch jetzt, da wir
über vorsichtige Lockerungen in den nächsten Wochen nachdenken? Ist es die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheitsämter, die das eben ermöglichen und ermöglichen würden? Wir können dann ja erste Schritte gehen, wenn die Inzidenz so niedrig ist, dass es tatsächlich gelingt, Kontakte nachzuverfolgen und Infektionsketten zu brechen. Und das geschieht durch die Arbeit der Gesundheitsämter. Wir haben bereits viel getan, um den öffentlichen Gesundheitsdienst auf- und auszurüsten. Wir haben in die Digitalisierung investiert und investieren weiter. Wir haben mit den Ländern, vor allem auch mit der Mittelfristsicht, einen Pakt für den ÖGD, für den öffentlichen Gesundheitsdienst geschlossen. Und wir unterstützen vom Bund her personell, und zwar die Bundeswehr mit Soldatinnen und Soldaten im Einsatz in den Gesundheitsämtern, übrigens auch Bundesbehörden auf Initiative des Innenministeriums, wo Beamtinnen und Beamte vor Ort im Einsatz sind, und Containment Scouts, wie das Programm heißt, Containment Scouts, die bei der Nachverfolgung der Corona-Fälle unterstützen. Dieses Programm, so haben wir es gerade beschlossen, werden wir aufstocken. Bislang arbeiten rund 1500 Containment Scouts in den Gesundheitsämtern. Im ersten Schritt sollen es über 2000 sein. Und wenn wir sehen, dass die Nachfrage da ist, werden wir auch zügig auf 3.000 oder 5.000 Containment Scouts weiter aufstocken und das Programm bis Ende 2021 verlängern. Außerdem setzen wir fort die Initiativen zur Anwerbung von Medizinstudentinnen und Studenten, die im öffentlichen Gesundheitsdienst mithelfen und mit anpacken. Auch dort soll und kann die Zahl erhöht werden. Abschließend möchte ich noch etwas zu AstraZeneca, dem neuen und dritten verfügbaren Impfstoff in Deutschland, in der Europäischen Union, sagen. Er ist am Wochenende ausgeliefert worden, wie geplant an die Länder. Das heißt also, in dieser Woche kann begonnen werden, in Deutschland mit AstraZeneca zu impfen. Manche Länder mögen vielleicht sogar heute schon damit anfangen. Dafür haben wir die Impfverordnung entsprechend angepasst und sie tritt heute am 8.2. in Kraft. Wir folgen damit den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. Wir reagieren auf erste Erfahrungen mit der Impfkampagne in der Praxis. Ältere können so schneller als geplant geimpft werden. Wir haben mit dem AstraZeneca einen Impfstoff für 18- bis 64-Jährige empfohlen. Und dort werden vor allem jetzt auch diejenigen aus der Priorisierungsgruppe 1, also mit höchster Priorität etwa in der Pflege im Gesundheitswesen, geimpft. Und so ist umgekehrt auch zusätzlich mehr Impfstoff für die Älteren von BioNTech und Moderna verfügbar. Und wir haben übrigens auch da aus der Praxis gelernt, dass die Bundesländer bei den Älteren nach Jahrgängen versetzt einladen können, sodass nicht an einem Tag einige hunderttausend Menschen an dem einen Tag den Brief bekommen, um einen Termin sich geben zu lassen und dann die Überlastung der Hotlines eintritt, sondern dass man das zeitversetzt auch ausdrücklich nach der Verordnung machen kann. Also mit diesem neuen Impfstoff von AstraZeneca können wir Ältere und Pflegekräfte schneller schützen. Wir kommen zu Ihren Fragen. Herr Rinke als Erster. Herr Spahn, ich habe zwei Fragen. Einmal zu der neuen Impfpriorisierung und gleichzeitigen Berichten, dass es doch in vielen Bundesländern offenbar Leute gibt, die sich an dieser Priorisierung vorbeimogeln. Also am bekanntesten wahrscheinlich der Oberbürgermeister von Halle, aber es gibt in vielen Ländern Beispiele. Was sagen Sie dazu? Sollte man das irgendwie verhindern, anders dagegen vorgehen, oder ist das eine fast zwangsläufige Begleiterscheinung? Und zweitens, können Sie was sagen über die Wirkung der Impfstoffe auf die südafrikanische Variante, weil es da ja besorgniserregende Berichte gibt, dass AstraZeneca da nicht so gut wirken würde? Zuerst einmal gilt grundsätzlich die empfohlene und in der Verordnung auch vorgesehene, ausdrücklich rechtlich vorgesehene Priorisierung und die Reihenfolge mit denjenigen, vor allem die ein höchstes Risiko haben. Und gleichzeitig, und der Satz steht übrigens auch neu in der Impfverordnung, kann, wenn dadurch Verwurf am Abend insbesondere vermieden werden muss oder soll, von der Impfverordnung im Einzelfall abgewichen werden. Die Situation ist ja die, dass abends, wenn die Termine sozusagen, die gemacht worden sind, diejenigen, die geimpft werden sollten oder sollen, da gewesen sind, möglicherweise noch Impfdosen übrig sind, weil man beispielsweise aus einem Fläschchen hat mehr Impfdosen ziehen können als geplant oder weil einige Impflinge nicht erschienen sind. Und da die Haltbarkeit sehr überschaubar ist, wenige Stunden, ist dann die Alternative wegwerfen oder verimpfen. Und aus meiner Sicht ist alles besser als wegwerfen. Gleichwohl macht es sehr viel Sinn, auch dort eine Systematik zu haben,
die auch dem Gedanken der Impfverordnung Rechnung trägt. Also das, was ja an vielen Stellen passiert, dann Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen, die räumlich und zeitlich schnell verfügbar, erreichbar sind, zu impfen, des Rettungsdienstes, der Feuerwehr, möglicherweise auch der Polizei. Was ich nur anempfehlen kann, ist, dass es entweder auf Landesebene oder dann auf Ebene der jeweiligen Impfzentren durch die leitenden Impfärzte jeweils einfach eine Regelung miteinander gibt, wer denn dann im Falle von Dosen, die am Abend über sind, zuerst geimpft werden soll. Und grundsätzlich gilt, dass ich allen ansonsten nur empfehlen kann, mit gutem Beispiel voranzugehen, die politische Verantwortung tragen. Wir erwarten gerade, dass viele Bürgerinnen und Bürger Geduld haben in dieser schwierigen Phase der Pandemie mit einer Impfkampagne, die gestartet ist, aber auch mit Schwierigkeiten gestartet ist und in einer Zeit, wo der Impfstoff sehr, sehr knapp ist. Und ich denke, da ist es auch an uns, eben insgesamt mit gutem Beispiel voranzugehen und im Zweifel hinten anzustehen. Die Frage der Wirksamkeit des AstraZeneca, aber auch BioNTech und Moderna-Impfstoffes bei den Mutationen, gibt es dort ja unterschiedliche wissenschaftliche Erkenntnisse. Eins finde ich sehr wichtig bei allen Berichten. Nach allem, was wir Stand jetzt, muss man ja hinzufügen, Stand jetzt wissen, ist es so, dass alle drei Impfstoffe wirksam sind in dem Sinne, dass sie die Covid-19-Erkrankung in ihrem schweren Verlauf vermeiden. Also auch die Erkenntnisse zu der südafrikanischen Mutation sind ja so, dass es möglicherweise leichte Symptome trotz Impfung geben kann, dass aber vor allem das, was vermieden werden soll, nämlich dass es zu einer wirklich schweren Erkrankung kommt, mit Behandlungspflichtigkeit, möglicherweise gar klinisch, dass das nach dem jetzigen Erkenntnisstand 8.2. mittags eben tatsächlich auch mit diesen Impfstoffen wirksam vermieden werden kann und sie in diesem Sinne, in diesem guten, besten Sinne auch wirksam sind. Und das ist genau das, was jetzt natürlich bei jeder Mutation im Übrigen, die wir erkennen, es gibt ja viele tausende Mutationen wahrscheinlich mittlerweile, also bei denen, die wir als problematisch erkennen, dann immer wieder geprüft und überprüft werden muss, müssen die Impfstoffe angepasst werden oder entfalten sie ihre Schutzwirkung vor allem gegen die Covid-19-Erkrankung auch so, wie sie sind. Zu den Virusmutationen fragt auch Sascha Meyer von dpa, werden bis zur Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch neue Daten zur Ausbreitung der Mutationen in Deutschland erwartet und wie wichtig ist dieser Aspekt für die Entscheidung über einen längeren Lockdown? Wir haben ja am Freitag vorgestellt, das Robert-Koch-Institut hat vorgestellt, die Erkenntnisse bisher zu den Virusmutationen, den drei im Moment von uns ja als problematisch erkannten, nämlich diejenige, die zuerst im Vereinigten Königreich erkannt wurde, diejenige, die zuerst in Südafrika und diejenige, die zuerst in Brasilien erkannt worden ist. Wo der wahre Ursprung ist, ist ja tatsächlich am Ende momentan jedenfalls noch nicht abschließend zu sagen. Und die Untersuchungen haben ja gezeigt, dass insbesondere bei der zuerst im Vereinigten Königreich erkannten Variante wir knappe 6% Verbreitung, also von den positiv getesteten knappe 6% dieses Virus, diese Virusmutation, diese Virusvariante dann hatten, die sie infiziert hat, haben. Das sind die aktuellsten Daten von letztem Freitag, was wir aber gleichzeitig auch angeordnet haben, dem Robert-Koch-Institut und auch die Labore ziehen mit in ganz Deutschland, dass nämlich eben in der Kalenderwoche 6, Kalenderwoche 8 und Kalenderwoche 10, also im Zwei-Wochen-Rhythmus, jeweils genau die gleiche Erhebung bundesweit nochmal gemacht wird, bei der möglichst viele, wenn nicht alle, Positivtestungen, die wir in Deutschland haben, eben auch auf diese Mutationen und das Vorkommen dieser Mutation überprüft werden, sodass wir also in einem Verlauf von jeweils 2 Wochen Abstand jetzt über mehrere Wochen sehen werden können, ob und wie sich diese Mutationen verbreiten. Heißt aber dann eben, bis Mittwoch wird es keine aktuelleren Zahlen als die am Freitag vorgestellten geben. Frau Ludwig. Ich hatte auch noch mal eine Frage zur neuen Impfverordnung. Und zwar soll sich dort ja jetzt die Härtefallregelung in irgendeiner Form ändern. Können Sie vielleicht mal erklären, wie denn jetzt das neue Verfahren ist, um darüber zu entscheiden? Und knüpft es eigentlich an die bestehenden Kommissionen, die jetzt in einzelnen Städten wie zum Beispiel Hamburg oder Bremen schon aufgelegt wurden? Und ändert sich was für Lehrerinnen und Lehrer in der Impfverordnung? Zuerst einmal, die Impfverordnung sieht ja erstmalig
auch Einzelfallentscheidungen vor. Vorher hat es die gegeben in einzelnen gerichtlichen Entscheidungen oder Landesentscheidungen. Was ich sehr, sehr wichtig finde, ist, es geht wirklich, und das ist mir auch nochmal wichtig, danke für die Gelegenheit, das darzustellen, wirklich um Einzelfälle, die nicht, also deren Sachverhalt, deren besondere Situation und auch deren besonderes Risiko nicht schon durch die Impfverordnung auch angesprochen ist. Ich verstehe sehr, ich bekomme wie die Ständige Impfkommission, wie viele politisch Verantwortliche jeden Tag Briefe und E-Mails, wo mir Menschen mit Vorerkrankungen in einer bestimmten Berufssituation ihre Situation schildern und wo ich intuitiv sagen wollen würde, ja, sie müssten eigentlich sofort geimpft werden. Und gleichzeitig ist der Impfstoff in knapp und deswegen brauchen wir bestmöglich nachvollziehbare Kriterien, die eben über die einzelne Situation hinaus es möglichst gerecht, absolut gerecht, wird wahrscheinlich eh nicht gehen, möglichst gerecht machen. Und deswegen gehen wir ja nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, die vor allem ja auch schauen, wo ist das Risiko am größten und wo macht die Impfung auch für den Individualschutz die höchste Wirkung. Und das trifft ja schon relativ viele Lebenssachverhalte. Trotzdem kann es eben möglicherweise bei seltenen Erkrankungen, die gar nicht abgebildet sind in den Empfehlungen oder bei sehr besonderen Lebenssituationen sein, dass das überhaupt gar nicht adressiert ist. Und da soll eben eine Einzelfallentscheidung möglich sein, für die die Länder entsprechende Stellen schaffen sollen. Sie haben schon angesprochen, es gibt Bundesländer, ich weiß es auch von Hamburg und Bremen, aber wahrscheinlich auch andere Bundesländer, die solche Stellen schon eingerichtet haben, an die man sich dann wenden kann. Und das werden jetzt eben alle Bundesländer machen. Nur eins möchte ich wirklich sehr klar dazu sagen. Wenn jetzt 3, 5, 10 Millionen Bürgerinnen und Bürger um eine Einzelfallentscheidung nachsuchen, dann werden das diese Stellen nicht leisten können. Also der Umstand, dass man sozusagen in einer Reihenfolge, die jetzt nach bestimmten Kriterien festgelegt worden ist, mal irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten dran ist, lässt sich jetzt nicht regelhaft umgehen durch Einzelfallentscheidungen. Das finde ich sehr, sehr wichtig, damit da jetzt keine falsche Erwartungshaltung entsteht. Und zum Zweiten, diese Stellen, die das dann entscheiden, am Ende nicht auch völlig überlastet sind. Zweite Frage, Lehrer. Achso, nein. Okay. Nicole Diekmann vom ZDF Hauptstadtstudio fragt, die Diskussion um Schulöffnung ist angelaufen, auch aufgrund eines Papiers aus dem Bildungsministerium. Öffnen oder erstmal weiter geschlossen halten? Wozu tendieren Sie und warum? Zuerst einmal haben wir ja immer gesagt, auch in der Diskussion im letzten Jahr, der letzte Bereich, in dem wir es wieder zu Schließungen kommen soll, sind Schule und Kita. Warum? Weil wir erlebt haben, was das bedeutet für Eltern und für Kinder, wenn es zu Schließungen von Kitas und Schulen kommt. Homeoffice, Homeschooling, das ist vielleicht mal für 2 Stunden irgendwie nett und angenehm, spätestens dann aber für die allermeisten doch auch sehr nervenaufreibend und übrigens für Eltern wie für Kinder gleichermaßen. Die Lebenssituationen und Verhältnisse sind auch sehr, sehr unterschiedlich und für viele Kinder und Jugendliche ist die Frage von Kita und Schule eben auch eine Frage von Chancen, die sie später im Leben haben oder nicht haben. Und die Frage, ob man einige Wochen hat Präsenzunterricht oder Präsenzkita haben können oder nicht, mag für manchen kleinen Menschen fürs ganze Leben einen großen Unterschied machen. Zumindest aber für einige Monate. Und deswegen ist das eine Entscheidung, die echt schwerfällt, die jedem, der politisch Verantwortung hat, schwerfällt, dort eben zu Einschränkungen, Beschränkungen zu kommen. Und so ist es andersrum aller Mühen wert, zu schauen, wie es eben auch wieder Zug um Zug, schrittweise bei Kitas und Schulen, Grundschulen, weiterführenden Schulen losgehen kann. Dazu gehören auf jeden Fall natürlich Hygiene- und Testkonzepte, Konzepte, auch Raumkonzepte. Ich meine, im Moment stehen in Deutschland an vielen Stellen viele Räume auch frei zur Verfügung, leer. Wenn ich nur an mein Heimatdorf denke, fielen mir mehrere Räumlichkeiten ein, in denen man im Zweifel an auch ausweichen kann, um zusätzlichen Raum etwa für die Beschulung in der Grundschule zu haben. Und ich denke, es braucht eben solche flexiblen, pragmatischen Ansätze, um in dieser Phase der Pandemie mit den Mutationen unter bestmöglichen Konzepten Schule und Kita wieder starten lassen zu können. Wann?
Das ist etwas, was wir jetzt eben bis zum Mittwoch mit den Bundesländern besprechen. Ohne Zweifel wird es bis Mittwoch nicht so sein, dass die Inzidenz unter 50 pro 100.000 in Deutschland liegen wird. Sie sinkt. Sie sinkt in ermutigender Größenordnung. Wir sehen also, die Maßnahmen wirken. Aber aus heutiger Sicht ist es sicherlich noch nicht so, dass alles ab dem 15. Februar wieder so sein kann, wie es im Oktober war. So schwer uns allen das fällt. Bitte schön. Daniel Heidt, RTL-NTV. Herr Spahn, vielen Bürgerinnen und Bürgern ist es wohl nicht gleichgültig, mit welchem Impfstoff sie geimpft werden. Sollten die Bürgerinnen und Bürger daher nicht auch die Wahl haben, welcher Impfstoff ihnen verabreicht wird? Ich würde ja gerne die Wahl geben. Angesichts sehr knapper Zahl an Impfstoffen können wir diese Wahl aber aktuell jedenfalls nicht geben und auch absehbar bis in den Sommer hinein nicht geben. Wenn wir dann im Sommer, Stand heute, wenn die Liefer- und Zulassungszusagen der Hersteller eingehalten werden, allen ein Impfangebot machen können, dann wird man sicherlich irgendwann auch in eine Phase kommen, in der Wahlmöglichkeit besteht, weil wir eben dann ausreichend Impfstoff von möglichst mehreren Herstellern haben. Das ist aber aktuell nicht der Fall. Und deswegen sieht die Verordnung auch sehr, sehr klar vor, dass es eben keine Wahlmöglichkeit gibt. Man kann sich entscheiden, ob man geimpft werden will oder nicht. Aber wir können keine klassische Wahlmöglichkeit beim Impfstoff selbst geben, zumal dann, wenn wir jetzt auch möglichst schnell möglichst viele impfen wollen. Ziel ist ja, möglichst viele, gerade auch der besonders Gefährdeten, in der ersten Gruppe jetzt ein Angebot zu machen. Und wir haben zwei Impfstoffe, die sind auch für Ältere empfohlen. Und wir haben einen, der ist für 18- bis 64-Jährige empfohlen. Und wenn man wirklich zusätzliche Geschwindigkeit in die Impfkampagne bringen will, dann macht es eben auch Sinn, vorrangig genau die jeweiligen Gruppen, Altersgruppen mit dem jeweiligen Impfstoffen zu impfen. Basil Wegner von dpa fragt, mehrere konkrete Corona-Verordnungen gelten nur bis Ende März. Planen Sie neue Regelungen, damit der Bundestag noch länger eine epidemiologische Notlage als Basis dafür feststellen kann? Wir sind gerade in den finalen Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung und auch mit den Fraktionen, um sehr zeitnah ein Gesetz zur Verlängerung der epidemischen Lage für Deutschland dann eben auch erstmal einzubringen, in die Beratung zu beraten und idealerweise dann auch zu verabschieden. Die epidemische Lage gilt nach Gesetz bis maximal Ende März. Diese epidemische Lage nationaler Tragweite, die ja immer, und so ist es auch weiterhin vorgesehen, vom Bundestag ausdrücklich festgestellt werden muss, ist verbunden mit einer ganzen Reihe von Möglichkeiten, nicht nur, aber insbesondere auch für uns hier im Bundesministerium für Gesundheit, flexibel, pragmatisch Unterstützung zu geben. Auch viele der finanziellen Hilfen jetzt in der Krise fußen auf die Feststellung dieser Lage. Übrigens auch die Impfverordnung, die wir gerade diskutiert haben, die Testverordnung, also die Übernahme von Testkosten in weiten Teilen des Gesundheitswesens, auch präventiv. Auch diese, die Schutzmaskenverordnung, die FFP2-Masken, all diese Verordnungen fußen darauf, dass eben der Bundestag die epidemische Lage nationaler Tragweite festgestellt hat. Das ist die rechtliche Grundlage. Und diese Pandemie ist offenkundig Ende März noch nicht vorbei. Und deswegen haben wir auch auf Wunsch der Koalitionsfraktionen einen Gesetzentwurf in der Bundesregierung erarbeitet. Wie gesagt, der ist heute in der finalen Feinabstimmung. Und dann gehe ich davon aus, dass wir ihn in den nächsten Tagen dann auch im Deutschen Bundestag werden beraten können. Herr Rinke nochmal. Eine Frage zu den Kontaktscouts. Wenn Sie jetzt so viel mehr Leute anstellen für die Gesundheitsämter, heißt das nicht im Umkehrschluss, dass dieser Inzidenzwert 50, an dem man sich orientiert hat, dann bedeutungsloser wird, weil man mehr Personal für die Kontaktnachverfolgung zur Verfügung hat? Und eine kurze Nachfrage zu der Frage der Kollegin mit den Lehrern. Sie haben das ganz knapp beantwortet, dass die nicht höher priorisiert werden. Aber im Zuge dieser Öffnungsdebatte um Schulen und Kitas wäre es da nicht sinnvoll, dass Lehrer und Erzieher weiter oben in der Hierarchie der Impfprioritäten angesiedelt würden?
Zum einen zu den Containment Scouts. Das ist, wie gesagt, ein Unterstützungsprogramm, das auch schon läuft, das wir jetzt nochmal weiter aufstocken und vor allem verlängern. Es wäre sonst auch ausgelaufen bis Ende 2021, um zusätzliche Unterstützung zu geben. Die Lage, die Situation, auch die Ausstattung der Gesundheitsämter in Deutschland ist weiterhin unterschiedlich. Es gibt einige Gesundheitsämter, die sagen ja auch dieser Tage, sie würden auch deutlich über 50 pro 100.000 zumindest eine Zeit lang schaffen. Andere, die das auch von sich aus sagen, dass das nicht gelingen wird und gelingen kann. Vor allem muss es ja auch eine Situation sein, die sich dauerhaft durchhalten lässt. Und da ist ohne Frage ein Erfahrungswert. Natürlich ist das sozusagen ein aus der Erfahrung hergeleiteter, miteinander ja vereinbarter Wert gewesen, die 50 pro 100.000 als kritische Marke. Wir haben übrigens nie gesagt, dass 49,8 pro 100.000 oder 40 pro 100.000 an Inzidenz unproblematisch wäre. Was wir gesehen haben, wenn wir uns erinnern, nach Ende des Sommers, ein Landkreis, eine Stadt, eine Region, die 20, 30, 35 Inzidenz pro 100.000 erreicht hatte und keine Maßnahmen ergriffen hat, war nicht selten innerhalb weniger, manchmal nur Tage, auch bei über 50. Und das zeigt uns ja sehr deutlich, dass es nicht das richtige Mittel sein kann, zu warten immer, bis man knapp vor 50 oder über 50 ist, sondern wir müssen jetzt spürbar unter 50, um es dauerhaft nicht wieder auf über 50 schnellen zu lassen. Es irgendwie stabil bei 49,5 zu halten, ist jedenfalls noch nicht das, was in dieser Pandemie sich hat irgendwie machen lassen und das auch nur unter großer Last, auch für die Gesundheitsämter. Im Übrigen geht es auch nicht nur um die Gesundheitsämter, es geht auch um die Belastung des Gesundheitssystems insgesamt. Und ich will nur auch noch mal was zu den Intensivstationen sagen, weil ich gerade die Prämien ansprach. Wir haben Stand heute, obwohl wir 2000 Covid-19-Intensivpatienten weniger haben auf den Intensivstationen als noch vor 4 Wochen, Stand heute immer noch mehr Covid-19-Patienten in Behandlung in Deutschland als im Frühjahr beim Höchststand. Das heißt also, wir sind immer noch in der Belastung des Gesundheitswesens deutlich stärker in der Belastung, als wir das im Frühjahr jemals gehabt haben. Das macht sehr, sehr deutlich, dass die Zahlen eben so runter müssen, dass auch das Gesundheitswesen wieder in eine weniger belastende Situation und vor allem die Beschäftigten im Gesundheitswesen kommen. Und ich finde, wir sind es auch vor allem denen, die dort jeden Tag für unsere Gesundheit arbeiten, schuldig, dass wir das jetzt in einer Art und Weise machen, die diesen Erfolg dann auch länger sichert, dauerhaft idealerweise sichert und nicht nur für wenige Wochen. Das waren die beiden Fragen, ne? Nee. Achso, Lehrer und Erzieher, Entschuldigung, Lehrerinnen, Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher. Ich verstehe die Diskussion total bei der Frage der Priorisierung bei der Impfung, auch mit Blick auf Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer, übrigens auch auf andere Berufsgruppen, ob es Polizistinnen und Polizisten, Einzelhandel. Es gibt ja ganz viele Bereiche, wo eben Homeoffice nicht möglich ist und Kontakt zum beruflichen Alltag dazugehört, idealerweise unter Einhaltung von AHA-Regeln, was aber schon in der Kita natürlich nur sehr, sehr schwer möglich ist. Und gleichzeitig haben wir die Empfehlung der Ständigen Impfkommission, die sich hier anschauen, zum einen, wo ist das Infektionsrisiko am höchsten, wo haben wir auch die häufigsten Ausbrüche, und wir haben deutlich mehr Ausbrüche zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen als in Schulen gesehen, und wo ist das Risiko für diejenigen, die von einer Infektion betroffen sind, am höchsten. Und das ist leider eben vor allem alterskorreliert für die Älteren besonders hoch. Die Diskussion, die wird ja auch noch weitergehen und weiter zu führen sein mit Blick auf die Öffnung von Schulen. Die Frage ist ja nur am Ende eine der Knappheit und der verfügbaren Impfdosen. Also es macht ja dann wenig Sinn, nur die Lehrerinnen und Lehrer und Erzieherinnen und Erzieher zu impfen. Eigentlich müsste ich dann die Eltern auch impfen. Weil es ja um eine Frage geht bei Kitas und Schulen. Sind Kitas und Schulen, und wenn ja, in welchem Ausmaß, so wie wir das aus anderen Pandemien kennen, sozusagen Drehscheiben für das Virus, wo eben aus 20, 30 verschiedenen Familien Kinder, Jugendliche zusammenkommen, den halben Tag wieder auseinandergehen und dann natürlich das sozusagen für das Virus eine Drehscheibe sein kann. Das ist ja die Vermutung dahinter. Und das erfordert einfach auch Impfdosen in einer Zahl, wie wir sie jedenfalls jetzt im Februar noch nicht haben. Und deswegen finde ich es weiter richtig, für die nächste Zeit auch der Ständigen Impfkommission folgend
eben den Schwerpunkt bei den besonders verwundbaren, den über 80-jährigen Pflegeheimbewohnern und denjenigen, die sie pflegen und behandeln und begleiten, zu belassen. Und wie gesagt, gleichzeitig sehe ich ja, wie die Diskussion da ist und bleibt. Ich finde es auch legitim, völlig legitim, sie zu führen. Das ist halt ein anderer Aspekt. Der eine Aspekt ist, wo ist der Gesundheitsschutz am höchsten? Der andere Aspekt ist sozusagen, wo sind mögliche Pandemietreiber und da drumherum zu impfen. Es gibt übrigens auch den Wunsch, nur um das mal erwähnt zu haben, der ist ja auch schon öffentlich diskutiert worden, an den Grenzregionen zu Tschechien, ob man dort stärker impft als in anderen Bereichen, weil es dort mehr Infektionen gibt. Auch das ist ja erstmal was ich in der Sache in sich nachvollziehen kann, was aber natürlich dann in anderen Landesteilen die Frage stellen lässt, warum da jetzt stärker geimpft wird als woanders. Also Sie sehen, egal welchen Teil bei knappen Impfdosen, welchen Aspekt Sie diskutieren, es gibt natürlich immer dann jemanden, der dann nicht geimpft wird. Wenn Sie jemanden bevorzugt impfen, impfen Sie jemand anderen dann nicht mehr bevorzugt. Und diese Entscheidung werden wir die nächsten Wochen noch, so schwierig sie sind, treffen müssen. Kerstin Hammann von Care Konkret fragt nach der Corona-Prämie. Wird es auch eine Prämie für Altenpflegekräfte geben? Und wenn nicht, warum nicht? Es hat ja eine Prämie für Altenpflege gegeben, ambulant wie stationär, die von ihrer ganzen Ausgestaltung her viel umfassender gewesen ist als die Prämie im Krankenhausbereich. Die letzten Auszahlungen haben im Dezember, oder ich glaube sogar einige finden jetzt sogar noch Anfang, aber einige wenige dieses Jahres statt. Es gab zwei Hauptauszahlungstermine für die Prämie in der Altenpflege, nämlich Juli und Dezember. Also Mitte Dezember haben da nochmal umfangreich Auszahlungen der Prämie stattgefunden. Und sie war von Anfang an umfassender, sowohl in der Zahl derjenigen, die eine Prämie eben wegen einer Dauerbelastung auch über das ganze Jahr bekommen haben, wie auch in der Höhe von gesetzlich festgelegten 1.000 Euro etwa für Pflegefachkräfte, nicht selten von den Ländern auf 1.500 erhöht. Und im Vergleich dazu ist eben mit der Belastung, die wir in den Krankenhäusern gesehen haben und der von vornherein anders ausgestalteten Prämie aus unserer Sicht, vor allem jetzt im Krankenhausbereich, auch nochmal ein Signal, sehr, sehr wichtig. Frau Ludwig nochmal. Noch mal eine Nachfrage zu der Impfverordnung. Die neue Härtefallregelung, würde die auch beinhalten, dass in Zukunft Amtsärzte, Gesundheitsämter über Härtefälle entscheiden, also dass ein Behördenarzt drauf schaut? Und eine Frage zu diesem Ausbruch in der Nähe von Osnabrück. Ich weiß nicht, ob Sie dazu schon Erkenntnisse haben. Da ist ja offenbar nach einer Impfung noch mal ein Ausbruch gewesen. Also zuerst einmal erst einmal die Härtefallregelung. Das entscheiden die Länder. Ob das jetzt sozusagen eine amtsärztliche Entscheidung ist oder es ein Gremium gibt, eben auf. Es liegt auch wahrscheinlich ein wenig an der Struktur des Landes. Es ist im Stadtstaat im Zweifel auch anders aufzulösen, jetzt auch in der Frage, ob es eine gibt oder möglicherweise auch zwei oder drei Stellen im Land und wo, ob sie am Regierungspräsidium oder am dem Ministerium oder auf anderer Ebene angesiedelt sind. Dort werden die Länder eben runtergebrochen sozusagen auf ihre Landessituation, die entsprechenden Institutionen schaffen. Und da werden, tippe ich mal, ohne Zweifel auch Amtsärzte beteiligt sein, muss aber nicht und auch nicht ausschließlich. Entscheidend ist, dass es eine offiziell benannte Stelle gibt, ärztlich. Das Zweite war die Frage Osnabrück, ich bin heute irgendwie in Osnabrück, und die Altenpflegeeinrichtungen, das ist eine Situation, die uns sehr beschäftigt. Ich habe heute Morgen schon das Robert-Koch-Institut und das Paul-Ehrlich-Institut gebeten, sich das anzuschauen, in Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Behörden, weil dort wir ja sehen, dass nach der Zweitimpfung, aber so 10, 14 Tage nach der Zweitimpfung in einem Altenheim eine nicht geringe Zahl an Geimpften Bewohnerinnen und Bewohnern jetzt positiv getestet worden sind. Es gibt mehrere Varianten. Es kann sein, dass sie vor vielen Wochen schon infiziert waren, unerkannt, und jetzt das Virus noch sozusagen nachweisbar ist. Es kann sein, dass sie zwar infiziert sind, aber die Impfung eben, das werden wir jetzt sehen in den nächsten Tagen, dann den Krankheitsverlauf abmildert und es hoffentlich keine schweren und schwersten Verläufe gibt. Also sehen wir eben da die Wirkung der Impfung auf die Erkrankung, aber sehen gleichzeitig, dass sie eine Infektion nicht verhindert. Oder drittens, was eben auch sein kann, es dauert ja 2 bis 3 Wochen nach der Impfung, bis der volle Schutz
da ist, da das Immunsystem sich sozusagen erst selbst verstärken muss nach der Impfung, ob das damit zusammenhängt. Und das sind jetzt nur drei Facetten, wahrscheinlich gibt es noch viel, viel mehr Facetten, die Immunologen dort hinzufügen könnten. Und deswegen habe ich, wie gesagt, auch in Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Kollegen des Robert-Koch-Instituts federführend gebeten, auch dort nochmal vor Ort mit die Dinge aufzuklären, weil das natürlich grundsätzlich eine sehr, sehr wichtige Frage ist.